der letzten Episode. Schön, wie die Motorhaube geflogen kam. Shit. Wir brennen, Junge. Halt, warte mal. Hallo. Ich komme da nicht mehr raus. Echt, ich habe aus Versehen Escape gedrückt. Und wenn ich das jetzt lasse, also das ist ja geil, das ist ja total dämliche Mechanik. Schön, ich habe ein Bildschirmfoto gemacht. Ja, das ist ja saugefährlich. Wenn der hierher schießt, dann haben wir ein Problemchen. Ja, sagte ich ja. Und so geht's weiter. Herzlich willkommen bei Generation Zero in der Folge 167. Inventar voll. Echt, Inventar voll? Ja, anscheinend schon. Okay. Gut, dann entledigen wir uns erstmal die 7 hier raus. Komm, weg damit. Das ist erstmal das Erste. Drüben ist noch mehr. Aber es scheint schon zu reichen. Ja, anscheinend schon. Gut. Es ist auch hier schön dunkel. Jetzt müssen wir natürlich gucken, wo der Tank steht. Da drüben irgendwo. Ah, ist ganz interessiert. So nah bist du. Das ist ja der Hammer. Da habe ich genau das Richtige für dich. Hier, guck mal. Komm, da drüben. Ja, das funktioniert nicht. Irgendwie sind die Häuser anscheinend. Okay, das ist vielleicht nicht die richtige Knarre dafür. Ist da kaputt gegangen. Gut. Sehr schön. Gut, hätte man den mal. Geht's wieder gut rund hier. Irgendwo ist noch ein... Ah ja, da drüben stehen die Runner. Was leuchtet da oben? Ah ja, guck mal da. Was ist das? Hä? Da leuchtet halt ein roter Punkt. Oh, 13, echt? Ist ja schon der Hammer. Nächster. Ich muss nur nachladen. Wobei wir jetzt mal die Kiste nehmen können. Da haben wir so viel davon. Wer schießt hier noch rein? Wer schießt hier? Der hier. Huch! Oh ja, da nützt uns die ganze Jacke nichts hier anscheinend. Juhu! Junge! Hakel dich doch nicht fest! Okay. Anscheinend doch, gut. Dann mehr da rein. Ja. Okay, einer weniger.
Junge, wo bist du? Okay. Der versucht das von da drüben, okay. Eieiei. Nein, die 4 wollte ich. Nur die 2 nachladen, komm. Hi, Junge. Diese klebrigen Türen überall, die Schweden, können echt nicht ihre Wohnung sauber halten. Okay. Mondhauptschießen, yeah. Der leuchtet immer nicht so rein. Ich mag so hohes Licht, nicht so nah. Ist da noch ein Runner? Da ist ein Tick zumindest. Ah, da ist er. Gut. Ah, da ist noch einer. Sehr, sehr nah drin hier in dem Haus. Okay, ich gehe mal in die Oberetage. Vielleicht hilft das ja. Was ist denn da los mit dir, Junge? Also ich verstehe das nicht. Das ist immer noch nicht behoben. Das ist genauso bekloppt wie eh und je. Tolle Engine. Immer noch nicht alle Runner. Wo seid ihr denn, ihr Penner? Und irgendwo ist immer noch einer. Okay. Da unten anscheinend. Oh no. Das war's immer noch nicht. Hier irgendwas? Ja, da hinten. Okay. Das ist immer noch nicht. Da hinten ist immer noch irgendwo ein Runner. Ah, da drüben. Es sind noch 2, okay. Da hinten steht noch ein Hunter, okay. Gut, da müssen wir wohl die Tür aufmachen, es hilft nichts. Tja, Junge. Dann, nee, komm, das ist viel zu viel. Da reicht normale Elks, du Zara, auch aus. Da musst du wirklich sehr präzise hier schießen. Ah ja. Gut, ich denke, das war es soweit. Okay, alles klar. Das heißt, ein Hunter und ein Runner ist auch noch irgendwo unterwegs. Da drüben höre ich was. Ah ja.
Es ist immer noch einer, echt? Da drüben, okay. Nee. Das stimmt nicht. Okay. Dann einfach nochmal ein Radio raus, würde ich sagen. Wenn das doch so interessant klingt. Tja, wenn man ihn sehen würde, das wäre natürlich schon viel einfacher. Okay. Sieht gerade nicht so aus, als wäre das jetzt irgendwie von Erfolg gekrönt. Ach, der steht hinter dem Tank, echt? Ah, jetzt haben wir ihn hervorgelockt, sehr gut. Oh, ich wollte gerade. Sekunde, Sekunde, ganz gleich wieder. Jetzt nur gucken, wo er genau steht. Da steht er. Ja. Da hinten, was ist das? Naja, was könnte das sein? Ein weiterer Sucher. Das sind sogar noch zwei, krass. Das funktioniert ja richtig gut. Dann nehmen wir erstmal den anderen hinter die Lupe. Okay. So. Dann jetzt halt die Piste. Und er noch. Hält ein bisschen mehr aus. So, nur war es das jetzt. Ernsthaft. Ein Wolf, der Teufel von Mürdalsberg. Echt, wo ist der? Da hinten, okay. Was ist eigentlich mit ihm hier? Oh, ist er ganz kurz davor. Das heißt, wenn wir den Hunter noch erwischen, dann müssten wir ihn auf Level 4 bekommen. Hey Junge, ich bin hier oben. Wo bist du denn? Gott. Hätten wir die Aufmerksamkeit. Okay. Vielleicht sieht man wieder von oben besser. Ah, er hat den Weg gefunden. Hervorragend. Ja. Oh oh. Erwischt. Okay, dann müssen wir das vielleicht... Siehst du den hier? Nö. Ach, Junge. Mensch. Gut. Oh, hey. Wir haben es mal geschafft. Ja, jetzt ist der Ochse auf Level 4. Okay. Hoffentlich hat der jetzt was Gutes. AG5. Na jo. Paar APs. Okay. Da gucke ich gleich mal, wie es mit der Klauke aussieht. Dann kann das nämlich direkt wieder raus.
So, jetzt müssen wir erstmal hier die lustige Loot-Runde machen und dann heißt es mal wieder, ja, wohin überhaupt mit dem ganzen Zeug? Das ist ja noch der nächste. Interessanter Punkt. Schön. Schön. Einfach nur schön. Gut. Der nächste Tank, ernsthaft. Echt, hier ist noch ein Tank irgendwo. Sekunde. Das Haus in der Mitte war mir ja noch nicht gewesen. Da könnte man ja nochmal gucken nach Radios. Die sind allerdings günstig. Brauche ich nicht. Also wenn hier noch ein Tank unterwegs ist, dann müssen wir da nochmal aktiv werden. Komm, mach mal auf. Gib mir mal das Radio. Hallo? Ich hoffe, das Kleine reicht. So. Da ist noch eins, gut. Okay, ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher. Wahrscheinlich funktioniert es nicht. Es könnte natürlich sein, dass es überhaupt kein Tank ist. Hm? So möchte gern Tank wieder. Ja, eine Mäuse, bei so viel blauen Munition, die wir bekommen, ist das ja fast schon wieder wertvoll. Inventar voll, ja, wunderschön. Wunderschön, ja, es ist ja wieder gestapelt hier. Da fällt einem nichts mehr ein. Ja, komm, die kannst du erstmal wieder rausschmeißen. So, dann gib mir nochmal Radio. Da ist noch ein kleines Medikit. Da auch. Ich habe schon Angst gehabt hier. Noch ein Radio, hallo? Ne, das war Klopapier. Ja, das ist momentan extrem wertvoll. Okay, mach mal auf. Wo ist denn hier ein Tank? Hallo, kannst du dich nochmal melden, bitte? Da. Da hascht. Ja, das ist ja keine so große Auswahl. Klingt auch fast so, als käme er vielleicht nicht hierher. Er klingt fast enttäuscht. Kurze Faltenrocke, blau-lila, hatten wir schon, okay. Der ist wahrscheinlich dahinter. Das Sanitäterpaket haben wir schon längst verwendet. Gut, wir gucken uns das mal an. Ich weiß, das Vorrat 2 wartet noch. Wir müssen halt mal gucken, wie man den hier reinbekommt. Okay, er sieht uns. Vielleicht hilft das ja. Ah ne, er steht da oben. Deswegen kommt er wahrscheinlich nicht hierher. Schön, wie er da steht, oder? Das Problem ist, hier gibt es keine Unterschlupfer. Okay.
Ja. Habe ich jetzt deine Aufmerksamkeit? Bin mir nicht so sicher, ob er wirklich hier herunterkommt. Na toll. Ernsthaft. Nicht wirklich. Nicht wirklich. Wie rum steht er denn? Ach da. Das ist ein Hinterteil, aber... Danke. Okay, was haben wir sonst noch? Er hat leider all seine Waffen noch. Schön, die Größe ist in Stufe 4 abgeschlossen. Da kommt er runtergefallen. Gut, das war jetzt die einfachste Variante. Aber ihr seht ja, das ist nicht ausbalanciert. Der Tank ist nicht mehr wirklich eine Herausforderung. Wenn du die richtige experimentelle Waffe hast, natürlich. Ja, yeah, Disco da oben. Ist die Knarre hier runtergefallen. So, dann hoffe ich, dass wir hier über diesen Zaun gehüpft kommen. Bist du drüber? Nö, natürlich nicht. Wäre noch schöner. Jetzt. Dann haben wir nämlich mal die Tanks abgeschlossen. Ach du Schande. Ja, das, da kommt wieder was zusammen. Okay, das Inventar sieht nicht wirklich besser aus. Sekunde mal. Okay, das sieht jetzt nicht wirklich wahnsinnig viel besser, aber hey. Es ist zumindest etwas aufgeräumter. Okay, das heißt, in den Herausforderungen... Ne, das waren die Hunter, das sind die Tanks. Das Riesenruin? Eine Fnix-Tank-Jeans. Aha. Da brauchen wir ja eigentlich gar keine, ganz neu. Ach du Schande, ernsthaft. Wunderschön, Junge. Du siehst echt hammermäßig aus. Jetzt müsste ich eigentlich erstmal zu einer Plündra, aber was sag ich da vorne? Ach, das ist ein wegweiser Schild. Dann, ja, gehen wir erstmal hier hin. Plündra ist hier vorne, okay. Ja, die kann man immer nur von einer Richtung anvisieren. So ist es halt. Ach du Schande, ist das voll. Ja, das, das ist erstaunlich, aber wir sind tatsächlich wieder mit der Plündra am Ende. So wirklich viel kriegen wir da nicht rein. Das da noch. Und ich denke, na gut, dann schmeiß ich noch ein großes Päckchen rein und hier bitte die Ilks, du Zach auf die 1. Es ist halt Maschinenfehler. Die Runner rennen wahrscheinlich jetzt sofort wieder alle auf den Berg. Gut.
Genau. Okay, jetzt muss man ein bisschen auf die Hunter. Ach, guck mal, da ist ein Hunter noch. Schön, wie die alle hier angedackelt kommen. Und da ist die Piste fast down. Ja, ich denke, ich gehe jetzt auch wieder auf die AI-76. Ach, falscher Posten. Ja. Naja, gut. Ja, hier bin ich, Leute. Schön, dass ihr da auf dem Dach herumrennt. Ja, das sind die Schweden-Star hier, da passiert halt nichts. Die Flugzeuge, die sind unverwundbar. Na komm. Nee, das ist schon ab, okay. Ah ja. Hallo. Da hat er den Weg gefunden und dann... Oh, ist das schon wieder. Wer hat es noch? Wer hat es noch? Ja, gib mal her. Warum nicht? Wir können das ja mal probieren. Junge. Guck mal hier. Ja. Die Ticks greifen ihn an. Geil. Hey, ich bin das nicht. Danke für die Ticks übrigens, Junge. Wenn ich sie denn treffen würde. Gut, was haben wir hier noch drin? Nichts. Echt? Gut, das hilft uns nicht viel. Schön, dass der jetzt direkt hier ist. Hi, hi. Junge, ist ein Unterschlupf hier. Das bringt ja nichts. Außerdem sehe ich cool aus und du nicht. Ja. Danke, dass du noch an den Rand gehst. Da liegst du wenigstens nicht mit dem Weg, wie der haben wir hier. Fuchs, ja, jo. Das Schöne ist ja, guck mal. Die ist ja noch da. Okay, ich will mal die 1. Ja, ich sehe nichts. Immer der Flamme nach. Ja. Wir müssen ein bisschen mit dem Panzerwehrgewehr sparen hier. Nein. Er hat sie umpositioniert. Ich bin wieder da. Tja, das war's. Okay.
Gut. Wieder einer mehr. So, ich will gerade mal die Herausforderung schauen. Ne, hier sind wir. Zwei brauchen wir noch. Okay, aber halt, bevor ich doch gerade drin war. Naja, 50 Ticks. Oje, oje. Oje. Das sind Dinge, die dauern. Hey, wo seid denn ihr? Tja. Das ist eine gute Frage. So, was hast du? Die richtige Munition. Sieht man in der Dunkelheit natürlich nicht. So, was hast du? Books, okay, und du? Toll. Echt, das ist alles. Kann doch nicht sein, wo sind die denn? Ja, schon schön. Doch. Das sind Vögel, okay. Ist niemand hier. Nö, doch. Da oben hampeln sie rum, die Idioten. Ja. Ihr habt ja euren Harvester gut beschützt, Leute. Na gut, ich sag mal so, die Munition setzt sich ja nicht von allein ein. Da es ja eh ein Unterschlupf ist, ist es auch völlig egal. War's schon. Das war es aber anscheinend immer noch nicht. Danke. Hä? Leute, wo seid ihr denn? Muss ich euch jetzt echt suchen? Da hinten habe ich was leuchten sehen. Dachte ich zumindest. Echt, muss ich euch tatsächlich suchen? Okay, weißt du was? Dann machen wir das so. Ja. Der Wolf ist aufgestiegen. So, können wir hier noch was bunkern? Ich glaube, naja, das geht ja nicht. Ich glaube nicht. Das mal umstapeln, da kriegt man auf jeden Fall ein bisschen Platz zusammen. Die FMJs können von mir erstmal da drauf. Und auch hier. Dann schmeißen wir nochmal ein paar APs rüber. Da einmal und da einmal. Nur, dass wir da was dabei haben, falls wir brauchen. Achso, der steht hinter der Wand. Na toll, da kann er natürlich lange stehen. Viel Spaß noch beim Stehen. Tanks brauchen wir jetzt nicht mehr. Jetzt geht's um die Harvester. Was ist da vorne wieder? Licht. Also die Maschinen sind zu Deutsch immer noch unter Tage unterwegs. Und zwar im Gebirge drinsteckend. Das ist natürlich ziemlich dämlich. Das kann man leider nicht anders sagen. Vielleicht fixen wir den Bug. Sie können ja einfach wieder neue einführen. Ja, die Waffe fehlt uns immer noch. Naja. Wen interessiert's? Oh, ich bin
Genauso schnell wie wenn ich... Ja, der sieht uns übrigens immer noch. Das ist ja schon... Ah, jetzt hat er uns verloren. Okay. Achso, ich hätte mich übrigens hier... Nee, ich lasse das mal mit dem Radio. Vielleicht braucht man das noch. Den Spawnpunkt. Und ja, hier das Sanitäterpaket, das dürfte eigentlich nicht mehr da sein. Das ist noch da? Ja, in Anführungsstrichen. Naja, das hat ja halbwegs okay funktioniert. Da drüben ist man hin. Okay, alles klar. Wieder raus und weiter geht's. Am Zaun entlang. Ja, hier diese Nomura-Geschichte, da ist eigentlich auch mal sehr viel los. Wenn man da wirklich Erfahrungspunkte braucht und oder Rivalen pusht. Das lohnt sich schon. So, Junge. Da sind wir ja fast am Ziel. Was ich eigentlich schon in der letzten Folge machen wollte, aber irgendwie ging das nicht. Komisch. Da drin brennt es auch, okay. So, wie war das? Irgendwie hier ist E. Tatsächlich. Da wäre ich natürlich nie drauf gekommen. Hallo? Ah, ein Flugzeug. Der versucht hier drin zu landen. Hä? Nee, das war nur Gras. Das war nur Gras. So, was ist das hier? Ist das hier ein Sammelgegenstand oder ist das einfach nur so? Oh, ich weiß. Was? Warum höre ich das die ganze Zeit auf rechts? Wer weiß das schon? Komm, geh mal her. Ja, ja, ja. Bin ich froh, dass ich hier so viel im Inventar frei habe. Was ist das? Noch mehr Granaten, okay. Na gut, man kann die ja mal nehmen. Wenn man sie geschenkt bekommt. Warum hört sie jetzt eigentlich so gut an hier drin? Ja, kannst du eigentlich alles nehmen? Die FMJs brauchst du gar nicht, Quatsch. Wie ist es denn hier Autos drin? Mhm. Ist das so eine Raketenabschussbasis? Das könnte natürlich sein. Komplett ausgebrannt. Ein bisschen gruselig ist es ja schon. Ja, das kann es euch mal hier. Gut, warum nicht? Ich guck gleich mal, wie es medikit-technisch aussieht. Warte mal, klaukentechnisch. Das ist bestimmt auch aus dem Weltraum nicht zu sehen, diese Anlage. Grün und hier nur die braunen. Haben wir eigentlich genug Birds? Bin mir nicht sicher. Wir können zumindest mal nachstapeln. Dann gib mir die nochmal. Die 5. Ich glaube, die Tür hat sich selber zugemacht. Und gibt es hier was Interessantes? Nur Feuer, ein ewiges Feuer. Ja, ja, Armeestützpunkt. Hat's gut zerlegt hier.
Ach, so viele Türen gibt's hier echt. Das ist mir von außen gar nicht aufgefallen. Naja, da ist die Motorhaube noch schnell weg. Rucksack, was hast du? Hohe Turnschuhe, gelb, was sagen die? Haarnadeldietriche sind voll. Tja, das mit den Gasmasken ist halt auch so ein Renner. In Schweden auf jeden Fall. Achso, das war Licht an. In Schweden auf jeden Fall. Hat die komplett ausgebaut. Ach, die kannst du doch aufmachen, okay. Naja. Hilft uns natürlich schon. Waren wir schon dran? Nö, waren wir nicht. Gut. Das da, Benzo. Echt, die Kiste ist von Benzo. Ne, die brauchen wir nicht. Okay, ich denke, wir sind einmal rum. So, dann gucken wir mal, was das in der Mitte eigentlich ist. Ja. Warum gibt es so viele Türen? Huch. Das ist auch nochmal eine Tür. Das ist eine Tür, da ist eine Tür, da ist eine Tür, da ist eine Tür. Das ist ja, glaube ich, so ein Fünfeck. Man sieht das auf der Karte nicht so gut. Oder ein Sechseck. Und jedes hat eine Tür, aber eine Tür ist nur eine echte Tür, oder was? Welche waren das? War das die? Nee, die war das. Nee, die ist offen. Stimmt, da sind wir reingekommen. Das ist einfach nur so ein Geräusch. Das ist nicht irgendwo fest, sondern das ist einfach ein Geräusch halt. Was hier herum geht. Okay. Warte mal, wie gehen wir die Herausforderung? Es fehlen uns immer noch zwei Harvester. Krass. Den Vierer sollten wir allerdings mal farmen. Das heißt, wir müssten nach Garbhammer. Am besten ist das wahrscheinlich von Elgsdugan aus. Wir machen erstmal den Wegpunkt weg, genau. Huch. Ach so, so eins ist das. So, da kann man jetzt so richtig viel einlagern. Eigentlich nix. Ne, das kann man erstmal behalten, das ist okay. Abbrechen. Ja, voll, Blindra. Da ist sie voll. Okay, das kleine Radio fliegt erstmal raus. Naja, wobei, wir belassen das vielleicht mal so. Und, gib mir nochmal die AI 76 auf die 2. Ist die nachgeladen? Ja, 41, okay. Da fehlt uns ein besseres Magazin. Immer noch. Ich weiß gar nicht, wie ist denn das mit den Kleinen? Ja, 3 können wir noch nehmen. Und 6 mittlere. Gut. Mehr sehe ich ja nicht. Gut, wo ist denn Garbhammer? Beziehungsweise wir machen das anders. Wir verfolgen ihn einfach hier. Da ist er noch schnell verrutscht. Huch. Irgendwo ist auch wieder ein Tank unterwegs. Genau. Also entweder sind es mehrere Tanks oder der ist halt sehr aufgeregt. Es scheint im Osten auch so langsam hell zu werden.
Ja, gab Hammer. Es klingt auch, als wären das eher zwei Tanks als nur einer. So, in welche Richtung gehen wir jetzt auf die Stadt? Wir gehen direkt auf die Stadt zu, okay. Okay. Nee, das ist ein Baum. Naja, okay, da ist der eine Tank. Echt, so hat das Ding getroffen? Das ist natürlich schon krass. Der stiefelt noch da unten rum, okay. Sah aber nicht wirklich aus, als hätten wir ihn getroffen. Naja. Da hinten irgendwo. Naja, da ist der. Das Grauen von Rusksille. Okay. Ich will gerade mal auf der Karte schauen, wo schaue ich denn genau hin? Auf das Gebäude, okay. Das ist ja die Tankstelle. Ich finde das schon ein bisschen schräg. Es heißt ja, die Harvester würden auch mal sich an Tankstellen finden. Ich habe nie eingesehen. Nie. Dass da ein Harvester an der Tankstelle da rumrüsseln würde. Oh, schön. Apokalypse auch noch. Ist ja geil. Hi. Ich mache ihn mal zu. Aus Sicherheitsgründen. Oh, wie schön das leuchtet. Ach, das ist wieder so ein Zimmer, was man nicht auskriegt, richtig? Wozu sollte man Bugfix machen? Hey, ist doch nicht notwendig. Ja, das ist toll. Das heißt, hier geht gar nichts dunkel. Na, super, das ist natürlich schon ein Traum. Doch, geht es, okay. Gut, wir haben ja zumindest, wir müssen mal das Inventar auch leer bekommen. Das macht's ja nicht von allein. So. Genau. Hier sind relativ viele Fenster zu, aber nicht alle. Naja. Es geht aus. Okay, Radius hat's genug, gut. Ja, hier brennt auch alles, das ist schön. Du meinst... Die sieht nur aus, als wäre die alles. Holz. Komm, es wackelt hier ein bisschen. Jetzt hast du mich so getroffen. Okay. Bitte einmal die 4. Das mache ich, gell? Ich brauche euch nämlich. Okay. Wo ist er denn? Da hinten irgendwo. Oder war das der Tank? Was ist denn hier drin? Hm. Gut. Genau.
Hey Sucher. Naja, dann geh mal hier hin. Die Frage ist halt, welches Haus wäre theoretisch besser zur strategischen Verteidigung geeignet? Ah ja, da liegt noch eine Kiste. Ohne Autobatterie. Wo ist er denn? Ach, da ist er. Ja. Komm, Junge, wir ziehen uns mal kurz zurück. Wie viel haben wir denn fürs Panzerwehrensgehen? Ja, schon eine ganze Menge. Da könnte man schon was bewirken. Wo steht er denn? Da steht er. Mal gucken, was da steht. Okay, das war's. Haben wir noch Tanks oder war das jetzt alle? Wieder ins Haus rein. Ich will kein Rotlichtmilieu hier, Junge. Echt, haust du jetzt ab oder was? Gut, der andere Tank hat es jetzt auch gesehen. So, Junge, dann gehen wir jetzt mal auf die APs, hm? Ja, lieber einen kurzen Moment hier stehen bleiben. Besser ist das. Ach, warum geht das nicht kaputt? Den anderen Tank und den Harvester, den machen wir in der nächsten Folge. Dies wird hier eine längere Kiste auf jeden Fall, aber wir haben noch einiges an Material da. Leider ist die Plünderer relativ weit weg, ja. Die haben im Marschland die ganzen Unterschlupfe halt fernab von Orten gemacht. Also fast alle. Das ist ein bisschen unpraktisch. Aber vielleicht hilft es ihm ja. Er ist gerade erst auf Level 2, krass. Ja, alles weiter im nächsten. Danke euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen guten Tag. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.